Hallo, hier ist Heiko Rustner aus der Cinema-Redaktion. Ich stelle den Film Underworld Blood Wars vor. Zum fünften Mal schlüpft Kate Beckinsale in den hautengen Kampfdress der Vampirkriegerin Celine. Die Werwölfe greifen wieder die Vampire an. Es geht diesmal um das Blut von Celines Hybridtochter Eve, welches angeblich in der Lage ist, den Krieg zwischen den Vampiren und den Werwölfen zu beenden, was ja auch langsam eine wünschenswerte Sache wäre. Zwischendurch macht Celine den John Schnee, wenn Sie verstehen, was ich meine, und hat danach eine andere Frisur, so mit grauen Strähnchen, sieht ganz nett aus. Vielmehr haben die Macher am bewährten Serienkonzept nicht verändert. Das Ende bleibt offen und führt entweder zu einem sechsten Teil hin oder zu einer Fernsehserie, die Len Wiseman angeblich plant. Len Wiseman war ja der Regisseur der ersten beiden Underworld-Filme. Ja, und noch was. Die 3D-Effekte dieses Films sind mies bis schlampig bis überflüssig. Die Handlung spielt naheliegenderweise ohnehin fast ausschließlich im Dunkeln. Durch die 3D-Brille wird das Ganze noch dunkler. Prima Sache. Das war Heiko Rustner aus der Cinema-Redaktion.